hat drei Wörter nicht fertig geschrieben. Nein, ich wollte das schreiben. Ich wollte da angesprungen. Nein. Hey, Leute. Was geht? Danja hier mit Kahn, Hallöchen. Und René, hallo. Und Claudio. Claudio. So, Danja, was spielen wir heute wieder? Wir spielen heute mal wieder Gothic Phone, weil wir alle so schön malen können. Oh nein. Ja. Das ist wieder eine Qual. Das ist wundervoll. Es tut uns schon mal jetzt leid an der Stelle. Ach, mir tut gar nichts leid. So, also, ich würde sagen, normale Runde. Ja. Schreiben, zeichnen. Let's go. Ja. So. Wir können ja bei der nächsten Runde mal Regeln festlegen. Nein! Doch. Welche Regeln? Sag ich euch dann gleich. Danja, was hast du vor? Gar nix. Mann, nein, keine Regeln. Doch. Nein, was erzählst du da schon wieder? Hey, ich bin fertig, wer ist noch nicht fertig? Bald durch, lieber. Ich bin ja auch fertig. Danja. Bin du fertig. Du hast keine Zeit mehr. Okay, das ist gut. Okay, das ist ein guter Satz, finde ich. Das ist ein Satz von Kahn. Das ist ein Satz von Danja. Woran machst du das fest, ob irgendwas ein Satz von mir ist? Am Smiley und am Sweet. Das meinst du, klingt nach mir? Ja. Okay. Ich muss dich, glaube ich, enttäuschen, René. So. Meine Maus spinnt schon wieder! Ja. Meine Maus zittert so. Ja, da musst du mal ein bisschen... Bisschen tief durchatmen. Ich kann das einfach nicht. Guck mal, meine einmal Maus einatmen, zittert. Claudio. Einmal ausatmen. Ja, was hat das mit Ausatmen zu tun? Meine Maus zittert einfach. Ich kann nichts machen. Was deine Maus zittert? Ich dachte jetzt du zitterst. Nein, die Maus bleibt nicht stehen. Die Maus bleibt nicht stehen. So, jetzt habe ich auch... Toll. Wie soll ich das denn eigentlich so schnell malen? Wie kann man da nicht ein... Ach so, rechts hat man noch so einen Baukasten. Ja. Meintest du denn jetzt? Was wolltest du denn jetzt machen? Nö, hab schon, alles gut. Ich kann's einfach nicht, Leute. Niemand erwartet von dir, dass du zeichnen kannst, Kahn. Bitte niemand. Was ist das überhaupt immer für Sätze, ey? Was hast du denn für einen Satz? Wir haben so einen komischen Satz. Mann, ey, jetzt geht ans Telefon ran. Los jetzt. Es tut mir leid, aber bei mir spinnt die Maus. Deswegen ist meine Zeichnung halt echt schlecht. Ja, genau. Deshalb ist deine Maus. Ja, aber das ist echt nicht. Klar. Aber warum spinnt da meine Maus? Ich kann nicht stillhalten. Weil du spinnst. Meine Maus. Ey, jetzt hat er das weg. Was hat er gemacht? Jetzt hat er das weggemacht. Guck mal, ich sag doch, meine Maus spinnt. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Was? Von wer soll das sein? Was ist denn das riesige braune Ding? Was ist das? Hallo, was ist das? Ich weiß doch nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Ach. Was ist das denn? Hier hat jemand den Satz nicht zu Ende geschrieben. Kann sein, dass ich das bin, dann war die Zeit vorbei. Ja, toll! Mach was draus! Mach was draus! Das sind drei Wörter, René! Du hast drei Wörter nicht fertig geschrieben! Ey, ja. Mein Erz? Mein ja, das Bild, das ist jetzt nicht das, was. Bei dem Bild, da muss ich aber auch lange überlegen. Ey, was ist das? Freunde, meine Maus spinnt, das regt mich echt auf! Boah, Claudio, sei ruhig jetzt! Meine Maus spinnt nicht! Das kannst du in der Aufnahme sehen! Ja, interessiert mich nicht. Das ist dich nicht interessiert, wusste ich. Claudio.
Meine Bilder sehen auch hässlich aus. Das nimmt dir niemand übel. Nein, aber so sind die noch schlimmer aus. Guck mal, ich kann nicht mal das Auge zeichnen. So. Jetzt hör auf zu heulen. Weißt du mal, welche Augenfarbe Bianca hat? Das wird jetzt ein Kunstwerk. Blau. Blau? Ja, so blau-grau, glaube ich. Danke. Ich finde, René ist bei mir sehr gut gelungen. Das kann nichts Gutes heißen, wenn du schon so lachst. Doch, es ist sehr gut gelungen. Okay, ich glaube, besser kann ich das tatsächlich nicht darstellen. So, das Kunstwerk ist fertig. So, jetzt bin ich mal auf unser Telefongespräch hier gespannt. Ja, ich auch. Ich bin auch. Ey, das ist meine Maus. Nee, ich könnte echt weinen. Okay, schauen wir uns die Geschichte an. Ja. Oder unser Album. Oh Mann, ey. Okay. Ich kann schon schlecht zeichnen, aber dann noch. Okay, was sagt denn Danja? Danja sagt, Kahn baut einen Berg aus Schokolade. Jetzt guck mal bitte die Zeichnung an. Es tut mir leid, was ich geschrieben habe. Aber schöne Frisur. Das war klar. Ey, sorry, aber was ist das denn? Oh ja, gut, das ist gut. Aber das finde ich ist gut dargestellt, René. Ja. Nicht schlecht. Danke. René bekommt, finde ich, 10 von 10 für die Ja, Zeitung. Also wie Kahn aufs Toilette muss, das kann ich mir einfach bildlich gut vorstellen. Ey. Sehe ich aber aus wie Elvis. Ja, das und warum habe ich überall Tropfen auf meinem ganzen Gesicht? weil du Stress hast. Der Stress und der Schweiß, weil du auf Toilette musst. Ach so, okay, gut. Ja, gut. Okay, jetzt kommt mein Album. René bringt Daniel Klub und dabei ist Daniel. Es tut mir leid, meine Maus. Hä? Und wieso habe ich gelbe Haare? Ja! Ich hab Daniel mit Angels! Nein, ich wollte da schreiben. Angesprungen! Nein, ich wollte da schreiben, wird angestunken, aber. Da wollte ich erst schreiben, angefurzt und dann war die Zeit ist vorbei. Das? Oh, ey, ganz nein. Ehrlich, René, dass du es nicht mal schaffst, es fertig zu schreiben. Das ist einfach Claudio, was hast du überhaupt für eine Zeichnung? Ja, du siehst ja, ne, meine Maus ist nicht stehen geblieben. Oh, okay. René und Karl. Ach, du warst das mit Sweet. Sweet. Was ist das denn? René. Wer ist wer? Du bist rechts. Warum hat er grüne Haare? Einfach so. Das ist fair. Wir dürfen nichts schreiben, Kahn. Ja, ich hab die Schrift nur gemalt. Oh, Transfer. Aber guck mal, wie René bitte aussieht. Oh nein, René, warum hat der Kahn grüne Haare und gelbe? Das ist eine Kapuze vom Hoodie. Ach so. Oh nein. Wie schlecht. René hat so einen komischen Kopf. Ja. Ja, da habe ich so eine Delle im Kopf. Danke, Claudio. Claudio und Danja machen ein Wettessen. Hä? Was hab ich denn? Was ich dazu geschrieben hab jetzt. Das finde ich aber auch gut. Danja hat nicht meine Haare. Ich hatte keine Zeit mehr. Sie sieht aus wie ein Alien. Nein. Duell. Oh, gut, noch eine Runde. Okay. Oh Mann, das tut mir leid, Leute, wirklich. Okay, pass auf, jeder von euch muss jetzt ein Wort in seinem Satz drin haben, okay? Also ich suche ein Wort für Kahn raus, Kahn sucht ein Wort für René raus, René sucht ein Wort für Claudio raus, okay? Ja, für wen sucht du mal das Wort raus? Was? Für wen suche ich das Wort raus? Du suchst das Wort für mich raus. Also okay. René, für dich in deinem Satz muss Küssen vorkommen. Okay. Okay, Kahn, bei dir muss Stinken vorkommen. Stinken. Claudio, bei dir muss Senf vorkommen. Okay, Danja, bei dir muss Photosynthese vorkommen. Okay, alles klar. Photosynthese. Senf, okay. So, tolle Geschichte. Eine tolle Geschichte. Es macht zwar nicht so viel Sinn, aber ich habe es irgendwie so mit eingebaut. Okay, ich glaube, ich habe auch was. Obwohl, warte, nee. Warte. Oh nein. Oh, nee. Ja, das ist super. Was? Was ist das denn? Okay. Boah, das will. Das,
würde jetzt am liebsten ein weißes Blatt Papier abgeben. Warum? Ey, meine Maus! Ja, das wirst du gleich sehen. Mach dich einfach gefasst. Geht's gegen mich? Ja. Oh nein. Wer war hier schon wieder gemein zu mir, ihr Stinktiere? Kahn. Stinktier passt schon mal ganz gut. Toll, warum stink ich aber schon du wieder? Bist, aber du bist nicht diejenige, die stinkt. Achso, na immerhin. Okay, dann brauchen wir hier... Brauchen wir ein paar Haare. Ach, die Welt ist so knapp. Ha! Die Augen! Die Augen, das sind das Wichtigste. Ich bin so schlecht. Sind sie tatsächlich, das ist das Einzige, woran man sich gegenseitig erkennen kann. Aber wie soll denk ich das dran, Kahn hat grüne Augen. Also wenn ihr braune Augen sieht, dann ist es Claudio. Oder Danja. Oder Danja, aber du hast lange Haare. Was hat René denn für Augen? Auch braun. Okay, also wenn ihr braune Augen seht. Also meine Zeichnung macht absolut keinen Sinn. Oh, die Zeit. Oh, das ist so schlimm. Meine Maus, denn die macht... Die oh, Claudio, ja, wir haben's verstanden. Mann, ey. Ja, dann, sei doch nicht so gemein. Ja, dann stöpsel sie doch raus und wieder rein. Ja, das bringt nichts. Ja, dann hör auf zu heulen. Okay, ich hab... Claudia, eine neue Maus, was soll ich dir sagen? Claudia, eine neue Maus. Gutes Wortspiel. Oh. Es steckt so. Schon in deinem Namen. Was ist das denn bitte? Was ist das denn? Da hat jemand mit dem Lineal gezeichnet. Was ist das hier? Oh nein, das ist echt gut gezeichnet. Ich weiß auch, von wem der Satz kommt. Der kommt nur von Kahn. Was ist das? Wow, was ist das denn jetzt hier bitte? Ey, Kahn, ganz ehrlich, ne? Was? Kahn, ganz ehrlich! Ich habe nichts. Ach so, stimmt, wir wissen ja, was ja. Der Satz ist. Ich habe nichts! Ich habe gar nichts! gut, okay, machen wir mal so. So. Jetzt muss ich das echt malen, ey. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht malen! Doch, kannst du. Kahn, ich hasse dich. Wirklich, fürchterlich. okay. Boah, nee, ich will mich gar nicht länger damit beschäftigen, das zu malen. Gucken wir lieber bei jemand anderem zu. Boah, mein Auge sieht einfach aus wie ein Spiegelei. Ja, aber das ist auch sonst so. Oh, super. Es tut mir leid, ja, ist ja gar nichts mehr. Eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Bei mir für Geschichte, das ist ja alles keine Geschichte. Ich finde, ich habe Claudio ganz gut getroffen. Boah, das ist ja, schrecklich. Ja, ich gerade auch. Ich möchte gerne wissen, ob das wirklich das ist, was du geschrieben hast, Kahn. So, ja, dann beginnt ihr mit seiner Story. Ja, okay, Danja, dein Satz. Was? Ja, das sollte eine Blume sein. Wo siehst du denn mein Haus? Claudio, wie siehst du denn aus? Voll der Psycho. Oh nein. Richtiger Psycho. Das ist doch cool. Ja, ich hoffe, du bist mit meiner... Vorlesen ist ja viel besser. Warum haben wir das nicht die ganze Zeit gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Vorlesen ist besser, ne? Okay, weiter. Hilfe. Ja, aber René Boy sollte erkennen, dass es deine Füße sind. Ja, aber das hat doch dann super gepasst. Ja, da fehlt nur, dass es meine Füße sind. Okay, komm mal zu Claudios Geschichte. Oh, langweilig. So. Ist ja langweilig. Was ist das denn, Danja? Ja, du bist das. Aber ich find's gut, dass alle denken, das ist direkt Claudio. Wo ist mein Hundefutter? Oh nein, meine Zeichnung wollt ihr lieber nicht sehen. Oh nein! Doch, wir wollen das jetzt sehen. Da. Ui. Was? Was?
Guck mal jetzt. Oh, Leute, das war gut. Das war echt gut. Tut mir leid an alle, die das sehen mussten. Ach, mir war hier fast ein bisschen alle, zu viel Buff. Wuff. Alle, die das sehen, sind verstört. Wollen wir noch eine Runde? Schaffen wir noch eine Runde, ja. Ja, komm, eine schnelle Runde aber. Okay, ohne Regeln. Mach mal Speedrun. Oh, jetzt sorry. Kann ich vielleicht zurück? Nee. Claudio, ich will, dass du in deinem Satz das Wort. Ja, nimm ein Wort. Challenge hast du in deinem Satz. Okay. Wieso krieg ich eigentlich nur ein Wort? Ja, weil Kahn das so möchte. Mann, warum krieg ich ständig solche Sachen ab? Das, wer war das schon wieder? Wer hat so einen Satz gemacht? Was denn? Ja, den würde ich euch nicht nennen, aber das ist gemein. Ich mach das natürlich nicht. Was denn? Ich mach das natürlich nicht. Ja, etwas mit meinem Lehrer. Ja, aber ich liebe René, es stinkt mit Füßen. Kahn, das machst du mit dem Lehrer, oder? Bauen wir das hier erstmal. Oh nein. Dafür hätte ich theoretisch ein paar Semester Architektur studieren müssen, aber das kriegen wir schon so hin. Okay. Ja, doch. Oh mein Gott, ich habe mich voll hässlich gemalt. Komm, jetzt beeilt euch mal ein bisschen. Naja, dann ist es doch richtig. Ah, das war klar, dass der Spruch kommt. Was hast du jetzt erwartet, René? Sollte ich Widerspruch? Zetteln? Nein, René, du siehst voll schön aus. Ja, genau, dafür bin ich bekannt. Mann, meinst du, jetzt beeilt euch, los, kommt, jetzt macht's schnell. Ich beeil mich doch, jetzt chill doch mal. Ich kann halt nicht so schnell. Claudio, was sagst du zu deinem Satz? Ich will... Sollte man natürlich nicht machen, aber trotzdem. Ich würde gerne was dazu sagen, wenn ich nicht damit beschäftigt wäre, zu zeichnen. Wie ein... Wahnsinn. Was? Ja, okay. Was? Hä? Ich sehe bei mir zwei Leute, die sind in der Kugel eingesperrt und einer weint. Was soll das? Ich hab nicht gemacht. Und einer weint. Glücksrad, was ist das? okay. Ich weiß nur gar nicht, mit was denn. Naja gut, das ist vielleicht gar nicht mal so wichtig. Ist nur wieder mir wichtig. Ich frag mich immer, was davor gemalt wurde und geschrieben wurde, dass diese Sätze dann irgendwann ankommen, ne? Es tut mir leid, ich weiß nicht, wer das gemacht hat mit wieder mal Danja und einer 24-Stunden-Challenge, aber ich zeichne das jetzt so, es tut mir leid. Zeichne das so. Zeichne, was du siehst, Claudio. Wir nehmen das alles nicht persönlich. Zumindest im Video nicht. Danach? Danach natürlich. Danach gibt's erstmal wieder Prügel. Okay, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier noch mehr machen soll, weil es ist ja schon klar. So. Okay, schauen wir mal. Oh mein Gott. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, okay, okay, ist doch gut. Oh. Ja, ich hab mich erkannt, dass das ein Tisch ist. Für lange Haare, bitte. Ja, Friseur, lange nicht beim Friseur gewesen. Wie sehen René und Claudio da aus? Hey. Ja, ich glaube, René hat's nicht so. Okay, ich glaube, das ist anders angekommen. Oh nein. Das wird ein Boxhandschuh. Deswegen habe ich orangene Haare. Boah, gut gezeichnet. Oh, Danja. Schön oder? Mit dem Lineal eine Tafel gezeichnet. Ja, mit dem Lineal, ich sag's euch. Was? Ich glaube, das ist nicht angekommen. Warum sieht das aus wie ein Pilz? Das ist... ja. Ja. Sag mal, ich bin ein Marienkäfer.
Was ist das? Alien. Was ist das für ein Körper? Das ist wirklich aus wie ein Käfer. Oh, warum machst du so? Toilette. Toilette. Okay, das war doch zu erkennen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Oh, da ist es sogar angekommen. Ich finde, das ist angekommen. Oh, Claudio. Ja, ich, sorry. Claudio musste einfach nochmal übertreiben. Musste nochmal, ja. Oh, Leute. Also, ich finde, das war heute wieder eine sehr erfolgreiche Runde Gartic Phone mit euch. Nicht alles ganz so ernst nehmen, was wir schreiben. Natürlich sollt ihr bitte nicht eure Lehrerin oder euren Lehrer verprügeln. Nein. Am besten da gar nichts ernst nehmen. Wenn dann Claudio. Ja. Aber so, Leute, wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.